faszinierenden Spiel erkämpfte sich in Düsseldorf Schalke 04 einen 3:2 Sieg über Fortuna Düsseldorf. Fortuna mit weißen Rückennummern. Cheppan. Null für Schalke 04 und das zweite Tor bahnt sich an. Einen Vorsprung von 2:0 kann Schalke 04 erkämpfen. Die Königsblauen zeigten einen hervorragenden Fußball, glänzende Kombinationen, packende Durchbrüche, die an alte, ruhmvolle Tage erinnerten. Und dann kommen die Fortunen. Sie ziehen auf 2:2 gleich. Und nach dem Gleichstand von 2:2 krönt Schalke seine Überlegenheit mit einem Siegtor durch Linksaußen Sandmann. Der Fußball rollt. In Düsseldorf sahen 30.000 den großen und populären Traditionskampf des Westens, Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Er war spannend von der ersten bis zur letzten Minute. Fortuna trug sofort über ihre Außenstürmer schnelle und gefährliche Angriffe vor. Aber Schalkes Hintermannschaft zeigte sich sattelfest. Schalke im Angriff. Der Ball kommt von Behring zu Dargaszewski. Dargaszewski kommt zum Schuss, aber an die Latte. Und Nationaltorwart Turek faustet den Ball ins Feld zurück. Ein schöner Linksangriff von Schalke bedroht das Tor der Düsseldorfer. Fortuna ist mit Fortuna im Bunde. Aber kurz darauf fällt doch ein Tor für Schalke. 1:0. Kampf im Mittelfeld. Rappenberg klärt. Einen Schuss aus kurzer Entfernung hält Turek in blitzschneller Reaktion. Fortunas Mittelstürmer Markus leitet einen Angriff ein und auf der Gegenseite rettet wieder einmal Toni Turek die Situation. Bei einem Vorstoß der Düsseldorfer berührt Verteidiger Krause den Ball mit der Hand. Das bedeutet Elfmeter. Markus legt den Ball zurecht, täuscht und Tor. Das Spiel endet 1:1 unentschieden. Bei strömendem Regen traf im Düsseldorfer Rheinstadion im Punktspiel Preußen Münster auf Fortuna Düsseldorf. Fortuna in Weiß. Ein Bombenschuss auf das Düsseldorfer Tor. Torwart Turek wehrt ab. Gleich darauf schießt frei, aber Turek dreht ab zur Ecke. Durchbruch der Preußen. Flanke vors Tor. Düsseldorfs Verteidigung rettet durch Kopfball. Da wagt sich Turek zu weit aus dem Tor. Rechts außen Gerritsen schießt. 1:0 für Preußen Münster. Nun kommt Düsseldorf auf Touren. Nach einer Verwirrung am eigenen Tor schafft Müller den Ausgleich. 1:1. Preußen Münster im Angriff. Er dribbelt über das halbe Feld. Abgeprallt an der Läuferreihe. Dann kombiniert Düsseldorf großartig im gegnerischen Strafraum. Der Torwart greift ins Leere. Spieler und Ball rutschen ins Aus. Unmittelbar darauf verwandelt Gramminger zum 2:1 für Düsseldorf. Halbzeit, neuer Angriff von Fortuna. Gramminger ist am Ball und sichert mit einem Bombenschuss aus 20 Meter Entfernung das 3:1. Preußen Münster mauert. Die turbulenten Situationen vor dem Preußentor häufen sich. Eine Flanke von links. Noch einmal kann Mirzowski retten. Auch den zweiten Ball des blitzschnellen Gramminger wehrt Mirzowski ab. Fortuna lässt nicht mehr locker. Ein haarscharfer Ball an den Pfosten. Und ein ebenso scharfer Ball über das Tor. Düsseldorf gewann 3:1. Guter Ratschlag für die Düsseldorfer Fußballfreunde stand hoch im Kurs beim Meisterschaftsspiel Fortuna. Weißes Trikot gegen den 1. FC Köln. Zwei alte Rivalen standen sich gegenüber.
Kölner Gäste zeigten in der ersten Halbzeit keinerlei Respekt und kamen in der 24. Minute zum ersten Erfolg. Die zweite Halbzeit begann ganz nach dem Geschmack der Kölner Schlachtenbummler. Stollenberg schoss das 2:0. Zwei Tore im Rückstand, das ließen die Düsseldorfer nicht auf sich sitzen. In den nächsten 20 Minuten hatte der Kölner Tormann Ebert nichts zu lachen und zweimal das Nachsehen. Die 56.000 begeisterten Zuschauer, unter ihnen Bundestrainer Herberger, mussten bis zur letzten Minute um den Sieg ihres Vereins bangen. Nach dem 2:2 gingen die Kölner mit 3:2 in Führung, aber der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Die Entscheidung fiel erst kurz vor Toresschluss. Der erste FC Köln siegte mit 4:3 und sicherte sich damit vorläufig den zweiten Platz in der Tabelle.